Hallöchen zusammen, hier ist wieder mal das Schweinchen auf der anderen Seite der Higgi. Hallo Higgi. Ja, wir spielen wie immer, ja, wie immer, genau. Wir spielen ja nichts anderes. Heute mal eine Runde StarCraft 2. Und ja, ich standardmäßig Protoss ist einfach ja, die epicste Rasse überhaupt. Der Higgi wagt mal was und spielt Zufall. Und ja, die Gegner, der Stalker und der Rambo, machen so ein Terraner-Race mäßig und so. Und wollen wir doch Das mal sehen, was? Bild von Stalker sieht sehr gruselig aus. Heult Finde ich. die Tante? Weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen aus wie hier. Wie heißt das Spiel? Mirror's Edge. Mirror's Edge mit grünen Haaren und blauen Augen als Banshee-Pilotin. Wo sind die Haare grün? Das kann auch, wie gesagt, an meinem Zuckerschock liegen. Mein Gehirn schaltet gerade ab. Hm. Was macht dir doch so eine Haarsträhne da? Die ist nicht grün. Die sicher ist sie grün. Die ist blau. Genau wie die Wieso Augen. nicht blau, was hast du geraucht? Zigaretten? Mhm. Ein Zusatz, ne? Nee, ohne Zusätze. Nein. Was denn? Haha, du spielst die widerliche Rasse. Na, Muhaha. das ist doch Kacke. Ja. Ah. Du musst dazu sagen, wir hatten eben schon mal eine Aufnahme. Und die ist ein bisschen fail-mäßig schiefgelaufen und so. Und da hatte der Higi auch Zufall genommen. Und da hat er sich total gefreut, schön Terraner gehabt und so. Hat zwar im ersten Moment gar nicht gecheckt, war ihm eigentlich scheißegal. Hat einfach gezockt. Hauptsache zocken war. Aber im Endeffekt hat er sich ziemlich darüber gefreut, dass er Terraner war. Und jetzt hat er wieder, ja. Explosion. Ich finde diese Rasse so dermaßen widerlich. Oh, ich habe zu viel gequatscht. Hätte man Irgendwie wieder. einfach weglassen können. Und dafür irgendwas, Was? keine Ahnung, vielleicht mal. Ja, irgendwas, was einfach nicht so viel explodiert und splattert und matscht. Das ist doch nur Sauerei. Wer macht das weg? Das ist doch eklig. Das ist ein Spiel. Irgendwer macht das schon weg. Die arme Putzfrau. Die arme. Ach, du meinst, jedes Mal, wenn jemand auf so einer Map gespielt hat, dann geht Ja, der, guck mal. muss die Map erstmal in die Reinigung. Ja, sicher. Die haben einen extra Map-Reiniger. Nicht ein ganzes Team, eine ganze Armee muss das reinigen. Klar. So eine Armee von Sonden oder WBS oder Batöber oder wie auch immer deine Viecher da heißen. Nein, Putzfrauen. Drohne. Drohne. Voll die Drohne. Putzfrauen. Was? Ich nix Deutschland, ich bloß putzen oder was? Ich nix Deutschland. Wie ging das? Ging das nicht so? Ich nix Deutsch. Ach so. Von wegen, ich spreche kein Deutsch. Ja und? Ich nix Deutschland ist doch eigentlich schon fast besser. Und es ist noch mehr Aber du daneben. kennst doch die Werbung, du bist Deutschland. Ja. Ich nix Deutschland. Ich habe gerade gedacht, da kommt schon wieder ein Scout. Ich war irgendwie voll nicht drauf, dass du jetzt Zerg spielst. Und dann auch mit da Ich so ein bin Ding. schleimig. Ja, sowieso. Dum, 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 Was hast du eigentlich heute mit deinem komischen Gesumme? Keine Ahnung. Boah, es geht ja mir auf die Kochonis wie sonst was. Ja, wenn man das einmal irgendwie im Kopf hat, dann kriege ich das nicht mehr raus. Das ist Ja, ja dann nicht reiß das raus. rausreißen. Du hast eben gesagt, du hast dein Hirn verloren, also. Ja, ich habe es auch nicht wiedergefunden. Was meinst du, warum ich so Musik mache? Musik, in Anführungsstrichen. Hochqualitative. Aha. Da ist Mozart nichts gegen. Aber so rein gar nichts. Und Beethoven. Ach ja. Ratta. So, alle Mann dahin. Alle Mann da. So, Was? haben wir hier fertig? Ja, haben wir fertig. Machst du irgendwie mal, keine Ahnung, zubauen oder so? Oder muss ich jetzt alles zubauen? Ich kann nicht zubauen, ich bin Zerg. Ja und? Bau trotzdem zu. Dann muss ich alles Zusätzliche vollschleimen. Pylonen bauen, Mama.
Ja, toll. Wie soll ich Pylonen bauen, wenn ich nicht genügend Mineralien Pylon. habe? Ich mag Pylon. Pylonen. Gesundheit. Irgendwie bin ich heute ziemlich laut. Hallo. Nein, der Bockratz. Hä? Mit deinem C? Was? Mit deinem C? Meinem C? Ja, da war auch Kratzen. Nee, ohne C. Das ist ja langweilig. Muss doch nicht schon wieder. Ich hab. Achso, der baut gerade noch. Okay. Ich hab schon gedacht, ich muss schon wieder irgendwelche Pylonen. Soll ich. Schon schwer, gebe ich zu. Ja, finde ich schon. Ach ja. So, meine erste gewaltige Armee. Wo? Am Tor. Ob ich eigentlich steuere? Ja, habe ich. Selbstredend. Ja, mach hier nochmal ein bisschen Zeug drauf. Wir machen mehr davon, noch mehr davon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mi, 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 mi. Boah, ey. Das kann einem schon ganz schön auf den Sack gehen. Nein, deswegen habe ich ja ausgeschaltet. Da geht mir nicht so auf die Kochonis. Ja und? Aber letztens hast du noch. Ja. Sorry, Gehirnaussetzer. Das war's, das. Du sagst ja gerade echt so richtig Zunge raus. Wie soll das zusammen? Das war echt so, ohne Witz. Glasiger Blick und leichtes Sabbern. Viel zu geil. Na. Ich weiß nicht mehr, was ich dir sagen wollte. Ich kann gehört, tschüss. Ach ja. Gehirnschiss, Gehirnschiss, Gehirnschiss. Nein, den will ich ja gar nicht. Ah. Den Gehirnschiss? Kein Wunder. Er will den schon. Läuft da? Was ist das? Ach, das ist dieses Kü. Was sammelst du mich voll? Sie muss meinen Schleim verbreiten. Na und? Aber nicht so. Das geht auch ein bisschen weniger widerlich, bitte. Nee. Das geht leider nicht. Ich das nicht abkann. Boah, ich hoffe, die abgespacede Musik. Spaced. Alles klar bei dir? Nein. Noch nie. Noch nie gewesen. Das ist richtig. Nicht genügend Energie. Gott, irgendwas, wovon ich mal genügend habe. Anti-Skill. Sie haben zu viele Diener. Wie kann man zu viele Diener haben? Was ist denn das für eine Aussage? Sie haben kein Geld mehr für ihre Diener. Sie sind pleite. Geld habe ich schon mehr als genug. Ja? Ja, schon. Brauchst ein bisschen? Nein, Quatsch, lass mal stecken. Noch ist alles gut. Geht halt alles ein bisschen langsamer, wa? Aber wir sind hier auch, ne? Und so. Da kann ich dem Plöchen nur recht geben, das sind wir wirklich. Nicht mehr Pylonen bauen. Mie, mie, mie. Ab jede Folge, ne? Ich mach. Ey, ich kann auf deinen Schleimscheiß keine Pylonen mehr bauen. Ich weiß. Toll. Jetzt kackst du mir hier alles zu. Und wo soll ich jetzt noch bauen? Ja, am Rand irgendwo. Mach mal den Kack wieder weg da. Ja, Moment. Also nicht alles, nur ein bisschen.
So, was ich immer dringend machen müsste. Also ich müsste mal vielleicht mal Einheiten produzieren, aber das ist nebensächlich. Ich bin ja gerade so unglaublich inkompetent, ne? Sowieso. Boah, Zerg kann man echt nicht spielen. Zerg ist einfach nur bleh. Bäh. Bäh, aber so richtig bleh. Aha. Und hier. Zack, 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 zack. So. Hier nehmen wir mal die Hälfte von weg. Alle darüber. Ab 10. Na gut, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Ihr bleibt hier. So. So langsam, aber Schisser könnte dem doch dann mal. Ne? Oh. Nicht genügend Energie, Mama. Heradak Gurah. Eure Sonne oh. Angegriffen. Flüchen? Ja, ja. Ja, ja. Ach, was ist denn das? Keine Ahnung. Ist nix. Was war denn da? Nix. Ich hab nichts gesehen. Es blinkt dreimal, du machst gar nichts. Ich hatte einen kleinen Hirnschiss. Nein, einen kleinen? Ja, einen kleinen. Ziemlich klein sogar. Keine Ahnung, irgendwas war hier. Vielleicht unsichtbar. Ja, ich wüsste gerne. Reaper. Du hast sowas. Ach nee, das ist. Können ja eigentlich nur Reaper sein. Sag ich mal so im Großen und Ganzen. Wabbelt dein Schleim oder steht da unsichtbares Zeug drauf? Wo? Überall. Ich glaube, dass der Schleim wabbelt. Ja, da sind Viecher. So, jetzt können wir uns wieder auf das Wesentliche kontrollieren. Kontrollieren? Kontrollier dich mal aufs Wesentliche. Du kannst nicht scannen, ne? Solltest du am besten wissen. Ja, ja. Diese ganzen Overlords, die geben mir so auf den Keks. Achso, ich darf eh nicht zumachen. Das ist nicht viel gebracht. Ich bin hier. So. Was ist das für eine, was ist das für eine Schnecke? Was? Nee, das ist keine Schnecke. Das sieht aus wie eine Schnecke von oben. Das ist auch eine Schnecke. Tu das mal weg da, Mensch. Du gehst mit so einem Schleimscheißer, gehst du nicht an meine Sonden ran. Hast du das gehört? Schneck, Schneck, Schneck. Widerliche Scheiße ist das. Gehst du erstmal raus aus meinem Lager hier? Ach, der grützt alles voll, kann das sein? Nein. Sicher? Ja, ja. Scheiße, ich kann jetzt ja nirgendwo mehr bauen, oder was? Doch, doch. Ja, ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, sorry, kannst du mal ich irgendwas kann noch... Ich kann keine Pylonen mehr bauen, der hat ja alles zugeschissen. Ja, schön, schön. Tu ich doch. Boah, ey, jetzt habe ich hier so einen Überfluss an. Hast du mir irgendwas geschickt? Nein. Achtung. Achso, das ist deiner. Was denn? Hast du da was von mir stehen lassen oder was? Nee, ich hab's dann tot geschickt. Danke, du mich auch. Nee, weil wegen. Ich musste da gucken. Ja, ich muss gleich auch mal irgendwie gucken. Nein, von dir.
Da fliegt ein. Pass auf deine Seite, siehst du das? Ich sehe gerade gar nichts. Da ist ein Reaper. Der da kommt unten, der da langläuft. Der da, den du gerade tötest. Oder wenn ich schaffe. Nee. Das schaffe ich nicht. Oh fu. Na, war gar nicht so schlecht. So, du. Achso, ist schon gerade. Ich kann nirgendwo mehr bauen. Kannst du nicht. Ey, echt nicht. Ey, das ist nicht mehr lustig. Warum schleimst du bei mir alles zu? Weil ich brauche Speed. Ja, aber nicht hier, da wo meine Gebäude stehen. Ich habe dir da extra den Platz freigelassen. Kannst du jede Menge Pylonen bauen und so ein Zeug. Ja, ich brauche noch anderes vielleicht als Pylonen, das ein bisschen größer ist. Schick deinen Schleim so. Das passt da auch noch hin. Mach hier nicht. Echt nicht. Kann man das irgendwie wegmachen oder so? Ja. Zumindest hier den da an meiner Base, sag ich mal. Welcher? Meine Standard-Base. Die erste Base, die ich hatte. Achso, dein Hauptbase davon ist so ein kleiner Knubbel. Also. Ja, ja. Ich habe ein Elite-Team zusammengestellt, die es erledigen. Was ist jetzt los? Achso. Hab schon Rimbo. Bei mir stürzt. Nö. Alles easy. Hast du eine geheiligte Armee? Ein bisschen, ja. Wow. Hast du auch an Upgrades gedacht? Ja, hast du. Aber nur einfach Upgrades. Ja, ich bin dran. Ich habe keinen Platz, um die Gebäude zu bauen, die nötig sind für die zweifachen Absätze. Ja, das Ding ist ja abgerissen. Der Schleim zieht sich zurück. So, jetzt kann ich nämlich erst weiter upgraden. Nicht genügend Energie. Ich muss nämlich gerade so ein bisschen Armee erschaffen. So, zack. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich muss übrigens mal so ein. Schade. Mutterschiff heranwarpen. Nee, du lass mal stecken. Willst du noch irgendwelche Bodeneinheiten haben? Schutzschild oder sowas? Schutzschild wäre immer ganz gut. Wie viele? 2, 3. Ich hab dein Lager mal verschneckt. Schleimst du jetzt wieder alles zu, oder was? Nein. Ich lass nur Schnecken herumkriechen. Was bringt das? Keine Ahnung. Schnecke, wenn du da schleimst. Was tun die jetzt? Sag mal. Wenn ich die auf die Gegner losschicke, dann verwandeln die sich in die Gegner. Was bringt das? Ich kann mich als getarnte Einheit, kann ich mich auch kann rumlaufen. Achso. Das ist natürlich positiv. Ich muss mal meine Schleimpolitik verbessern. Ihr benötigt mehr Vespingas. Aber nicht hier. Nein. Ich expandiere nach vorne. So, was kann ich schön einhalten? So, ich bin jetzt voll, so ziemlich. Hast du noch ein paar? Ach, mach's gerade, alles gut. Dann ist ja gut. Achso. Warte mal. Gilt Kotzen als Fernkampf? Upgrade durchgeführt. Keine Ahnung. Das wüsste ich gerne. Mineralienfeld erschöpft. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen.
So, siehst du da auf der Karte? Moment. Da, der Marine. Ja. Das war so eine Schnecke. Das ist mein Marine. Ja. Und der Gegner sieht nicht, dass das... Nee. Aber wahrscheinlich durch die Sensortürme erkennt er, glaube ich, ein rotes Signal. Würde ich behaupten. So. Oh, die haben die Steine noch zu. Das heißt, ich würde da jetzt... Ich komm nicht rein. Ich wollte gerade sagen, also, wenn du da jetzt drauf schießt, ist es, Ich kann nicht mal schießen. Nee? Nee. Ach, der ist nur zum Scouten da. Ja, ja. So. Kosten ja auch nichts. So. Das wäre dann ein bisschen cheerer. Schutzschilder hast jetzt 4 Stück. Oh, oh, oh. Was denn? Die haben mir so ein Ding neben die Nase gesetzt, Geschütze. Wir sollten jetzt angreifen. Weil, ich glaube, dass die Gegner jetzt, also die Gegner gehen sehr viel auf Viecher. Was ist Viecher? Die haben Ravens. Ich weiß nicht, ob die ein, mehrere, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass die versuchen, so neue Technologien, die sie vielleicht noch nicht bis jetzt gespielt haben, mal so auszuprobieren. Du hast Hoffnung. Ja, also ich fände, das fände ich echt nicht übel. Ups, nicht so. Was sind Ravens nochmal? Das sind eine, die es an sich nicht angreifen können. Aber es nicht tun. Und die haben Banshees. Wir sollten übrigens jetzt angreifen. Also jetzt wirklich Go-Go-Gadget. Ja, ich wollte nur eine Runde scouten. Nix scouten. Ich kann... Warte mal. Du machst Bodeneinheiten, ich die Lufteinheiten. So. Nein. Okay. Also ich bin bereit. Du kommst bei dir, wenn du dich rein. Wo? An der Seite. Dein Ding hat's abgewehrt. Achso, wollte schon sagen. Was machen gerade deine Sonnen? Was machen deine Sonnen? Die bauen Dinge zu. Ach so, eine halt rum, okay. Und die jetzt alle auf die andere zu schicken, war auch sinnlos. Was? Wo? Wer? Hier sind unsichtbare Einheiten. Alles voll. Jetzt meine... Ja, das sind Banshees, das sind Banshees. Wo ist denn? Da, die sind unter mir. Ich weiß, aber ich muss gerade suchen, wo ist denn mein Ding? Warte, ich hatte. Moment, wo habe ich die denn? Wo sind die denn hin? Ja, ja, ich hab, ich ruf gerade zu der Truppe. Ich habe 2 Stück gehabt eigentlich. Nee, ich hatte auch welche. Ist doch egal, Go-Go Gadget. Wo sind meine hin? Ach, die sind da, die sehe ich nur nicht. So, von mir aus? Fuck, ja, guck, da kommt mein Observer. Observer. Von mir so. Sind sie auch unterwegs, aber von mir aus kann ich... Ja, kommst, beweg dich, go, go, go. Ja, ich bin noch da, ist alles gut. Ja, ja, go, go, get it. Nee. Okay, I'm really, ich hab ein bisschen Angst, du musst die Panzer ausschalten. Ja, ich bin bereit. Na? Ich denk mal, dass die Panzer haben, also, das sind so typische Tacker. Okay. Fuck. Die ganzen Banshees haben die bereit. Das ist ein Problem. Ja, ja. Was? Oh. Eine Einheit. Kannst du ein bisschen Fuchsfeuer auf die Tore nehmen? Auf die was? Auf die Tore. Ja, sehr gut. Fuck. Die Banshees, die sind böse gewesen. Das sind Vikings. Vikings, was auch immer. Viecher halt. Ja, ja. Oh, scheiße, vergessen das. Aber ich sag mal, wenn die Gegner jetzt nicht nur irgendeine Truppe haben, sind sie weg. Ja. Ja. Beim Krieg da irgendwie. Achso. Okay. Hat sich geklärt. Ich war gerade noch voll am Tacken und extra am Bauen und alles. Ach ja. Sie waren,
hatten auch eine sehr interessante Taktik, muss man sagen. Was für eine Taktik? Ja, also gar keine, deswegen war sie so interessant. Ja, aber wir hatten bis jetzt noch keinen, wo ich so ankam und so, ich sag mal, in Anführungsstrichen geflasht war, weil auf einmal so eine riesige Armee war. Ich meine, klar, wir haben die, ne? Sowieso, aber geflasht war ich schon. Der Rambo ganz unten. Siehst du, und die Punkte unterscheiden sich gar nicht mal so sehr. Unsere Einheiten waren einfach nur konkreter. Guck mal, bei Einheiten bin ich mit Abstand Platz 1. Ja, hallo, Zerg. Ja, was, hallo, Zerg? Es ist ja nicht nach, ne, nicht Masse. Ja, du produzierst aber auch schneller. Ja, das hat ja nichts damit zu tun. Naja. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ja, wir sprechen jetzt ein wenig komisch. Ja, genau. Jürgen war mein Problem. Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder abonniert uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüsseli.